Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Super Mario All-Stars für das Super Nintendo Entertainment System. Ein echtes Super-Spiel. Und Super Mario Bros. 3, das beste Mario-Spiel aller Zeiten, verdammt. Und natürlich werden wir uns heute und in nächster Zeit mit diesem Spiel hier befassen, weil es ist Mario Bros. 3, es ist geil und ja, also... Geht nicht anders. So, da sind wir. Mich hier um. Ich bring mich hier um. Das war jetzt fies, dass er genau da hochkommt. Er hätte überall hochkommen können, aber nein. Er muss genau da hochkommen. Okay, nehmen wir. Ich krieg's nicht auf die Reihe, auf ihn drauf zu springen. Und ich konnte mich nicht bewegen. Sonst macht er das Aufstampfen immer erst beim zweiten Sprung. Also hat er ebenso so gemacht. Überhaupt kann ich doch... Hui! Hui! Warum hast du jetzt aufgehört zu rutschen, Mario? Unter Wasser sind und diese komische Höhlenmusik haben. Aber andererseits ist es ja auch eine Höhle unter Wasser. Oder ein Unterwasserbereich in der Höhle. Nennt's wie ihr wollt. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Die Viecher hier, die kommen natürlich auch aus Mario Bros. 3, wie alles. Und der hasst sie wahrscheinlich genauso wie ich. Was auch immer. Das kann er nicht. Ja. Und jetzt? Sprung? Du schießt nicht, okay. Sieht final aus, ne? Oh. Yeah. Damit habe ich nicht gerechnet. Der Boden hat so final ausgesehen. Da habe ich nicht gedacht, dass sowas jetzt auf mich zukommen würde. Aber nö, stimmt. Da war ja was. Bowser kann ja Feuer spucken, ne? Ja, Bowser kann Feuer spucken. Und ich springe genau rein. Das kann ich nämlich auch verdammt gut. Ich bin super. Genau so war es geplant. War genau... Muss nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Blöcke schmelze. Und dass ich sowas nicht mache, sollte ich auch aufpassen. Noch eine Funkbrücke dabei. Fliegen so viel weiter. Wahnsinn. Das ist in kleinen Formen. Wenigstens haben wir für ein Level den Hammerbruder-Anzug sehen können. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich von unten springe, schaffe ich es ja erst recht. Ja, toll. Schlechtes Timing gehabt. Jetzt habe ich einmal den Sprung geschafft. Vielleicht habe ich Welt 7 wirklich nie zu Ende gespielt. Weil an das hier kann ich mich nicht erinnern. Wenn, und mal ehrlich. Hauptsache, er schafft es nicht. Timing! Gut, dass ich 60 Leben gesammelt hatte, ne? Was ist denn gerade los? So schlecht kann nicht, kann mein Timing doch gar nicht sein. Die Pflanze verarscht mich nur oder so. Hahaha. Aber der kriegt mich nicht. Ja, wie gesagt, erster One-Hit-Kill-Gegner überhaupt. Frisst einen und tot ist man. Ich glaub's nicht. Ich wollte das jetzt nur demonstrieren, ist klar, ne?